Hallo meine Lieben, ich habe heute mal ein DIY für euch, und zwar wie ihr eure Strukturpaste selber machen könnt. Ich habe jetzt schon mal die Karte fertig, die ich dann am Ende auch zeigen werde. Hier das in der Mitte ist die Strukturpaste, die ich mit so einem, also nicht mit dem, aber mit einem anderen, mit so einem Stencil aufgetragen habe. Und die Strukturpaste habe ich hier drin. Und wie man die anrührt und wie man die selber machen kann, werde ich euch jetzt gleich zeigen. Das Trocknen hat bei mir circa so 10 bis 15 Minuten gedauert. Was natürlich ist, es kommt Puder in diese Strukturpaste rein. Und obwohl das nicht parfümiert ist und auch nicht geölt, muss ich nochmal genauer gucken, riecht die Karte wirklich sehr. Aber ich finde, für die Blumenpaste ist perfekt. Ich muss nochmal gucken, dass ich vielleicht noch anderes Puder bekomme, was weniger riecht. Ich glaube, das Penaten vom DM soll ganz gut sein. Da muss ich nochmal gucken für die nächste Paste, die ich mir anrühre. Wir machen jetzt nur die reine weiße Paste zum Anrühren. Kann ich euch auch mal zeigen. Hier habe ich so ein bisschen mit Farben rumgetestet. Also das hatte ich vorher weiß aufgetragen und dann mit Distressed versucht. Ja, die habe ich gleich eingefärbt auf dem extra Teller. Ja. Wie ich das Ganze gemacht habe, zeige ich euch jetzt. Ich zeige euch nicht, wie ich die Karte gemacht habe, sondern wie die Strukturpaste geht und ihr jetzt ein Aufschrei kommt. Ich kaufe schon so viel Bastelzeug und habe einfach gedacht, ich möchte das mal, ja, möchte mal gucken. Mir ist durch Zufall bei den Amerikanern aufgefallen, dass man das machen kann. Und ehe ich jetzt so eine Tube für 13 Euro oder so kaufe und das einmal nutze, habe ich gedacht, probiere es mal so. Hat super funktioniert. Ja, wie gesagt, ich muss noch mal gucken. Nehmt nicht geöltes Puder, das sage ich aber gleich nochmal, und nicht parfümiertes. Es sei denn, ihr wollt eine duftende Karte haben, dann könnt ihr das ruhig machen. So, jetzt wünsche ich euch viel Spaß dabei. Tschüss. So, für das Anmischen der Strukturpaste brauchen wir Puder. Ich habe hier ganz normalen Körperpuder geholt, weil der Talco mit drin hat, nicht geölt ist, nicht parfümiert ist. Also der reine Körperpuder habe ich beim Rossmann geholt. Dann habe ich hier schon seit Ewigkeiten stehen weißen Bastelkleber. Den braucht ihr auch, also flüssigen weißen Bastelkleber. Und dann braucht ihr Acrylfarbe, Abdeckfarbe. Man kann auch Gesso nehmen. Das habe ich mir günstig geholt. Ich hatte noch was und ich habe mir noch mal was günstig dazu geholt, weil ich nicht mehr wusste, wie viel ich brauche. Kam so eine Flasche in Euro zum Probieren, habe ich gedacht, reicht das erstmal. So, ich mache mir erstmal eine kleine Menge, weil ich erstmal was probieren möchte. Und dazu nehme ich mir so ein kleines Glas. Habe ich für 65 Cent beim Wohlwart, glaube ich, gekauft. Da mache ich mir dann rein. So. 60 Gramm. 60 Gramm Puder muss da rein. Ich habe schon versucht, das irgendwie abzukriegen, aber ich will nicht, dass mir das Ganze irgendwie so, das wird schon eine richtig schöne Masse. Es geht eigentlich relativ schnell, das bisschen, was wir brauchen, da rauszukriegen. So. Das sind nicht ganz 60, aber das ist egal. 58. So. Dann kann die Waage schon wieder weg. Und also das ist ein halber Cup. Puder, also 60 Gramm. Ich habe
die Videos bisher nur bei den amerikanischen YouTubern gesehen. Deutsche habe ich noch überhaupt gar nicht gesehen. Und dann brauchen wir einen 8 Cup Flüssigkleber. Das sind in ungefähr 30 Milliliter. Da habe ich aber kein Gefäß, was ich damit einsauen möchte. Also nehme ich alte Löffel. Und davon brauchen wir 2 Esslöffel. Den habe ich mir mal verkauft. Ich muss mir mal so kleine Tuben besorgen. Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei dachte. Ich dachte wahrscheinlich, ich kann mit 1000 Gramm Flüssigkleber aus der Hand heraus arbeiten. So, davon brauchen wir 2 Esslöffel bzw. 30 Milliliter. Den zweiten mache ich mal ein bisschen mehr, weil nicht alles runterging. Wenn ihr so Holzstäbchen habt, könnt ihr die wunderbar nehmen zum Verrühren später oder um die Reste von dem Löffel runterzukriegen. So, den Löffel nutze ich jetzt gleich nochmal. Wir brauchen jetzt 1/4 Cup Acrylweiß. Wie gesagt, da könnt ihr auch Gesso nehmen. Und das sind 60 Milliliter oder 4 Esslöffel. Legt euch am besten eine Unterlage hin, dass da auch wirklich nichts passiert. Schon rumgesaut. So, da nehme ich jetzt mal ein bisschen weniger, weil ich glaube, ich habe bei dem ersten Löffel reichlich viel genommen. Dann rührt er das Ganze um. So, dann verrührt es am besten so lange, bis ihr seht, dass der ganze Puder sich in der Flüssigkeit mit der Flüssigkeit vermischt hat. So, und dann können wir das Ganze gleich ausprobieren. So, jetzt gibt es wieder ganz viele Möglichkeiten. Ich habe mir schon mal so Stencils rausgesucht, die ich dafür gerne nehmen möchte. Und ihr könnt euch diese ganze Strukturpaste nachher natürlich auch schon vorher einfärben. Ihr könnt sie aber auch weiß aufbringen. Das mache ich jetzt mal mit dem hier. Und dann einfach, wenn es angetrocknet ist, mit dem Stempel einfärben.
nächste Variante. Wo lege ich das denn jetzt hin? So. So, dann dachte ich mir, wie mache ich das jetzt alles am besten? Tue ich mir hier ein bisschen was raus. Und nehme dann von diesem Distressed Strain, wenn ich es dann rausbekomme. Habe ich mir gedacht, wären die Blumen ganz gut. Die wollte ich hier unten an die Ecke setzen. So. Also wenn hier über dieses eine Motiv kommt, finde ich, ist es überhaupt nicht schlimm. Das macht gerade dieses mit dem Erhabenen so ein bisschen aus, meiner Meinung nach. Also man kann es entweder so weiß lassen oder man kann es dann weiß auftragen und dann später mit Stempelfarbe oder anderen Sachen einfärben. Oder man macht es so, dass man diese Strukturpaste gleich einfärbt. Das waren so jetzt meine Varianten, die ich so dachte, die man machen kann. Ist noch so viel über. Immer was drunter, falls ihr doch mal drüber kommt.